Eine Granate explodiert mitten in einem Wohngebiet. Diese Bilder aus Gaza-Stadt hat heute unser palästinensischer Kameramann Sabah Abu Saif gedreht. Diese Aufnahme unseres Kameramanns zeigt, wie gefährlich Zivilisten in diesen Tagen im Gazastreifen leben. Die Zahl der Toten liegt nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden bei über 700. Da kamen die diplomatischen Bemühungen Ägyptens und Frankreichs wie gerufen. Anfangs hieß es sogar, Israel würde diese begrüßen, allerdings mit Vorbehalt.